Heute sprechen wir über die Oberstufenklausuren und dazu 5 Tipps, wie du stressfrei gute Noten schreiben kannst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und in Bezug auf diesen Traumabiturschnitt wird es jetzt langsam richtig ernst. Einige von euch befinden sich schon in der Klausurenphase, bei allen anderen fängt es in den nächsten Wochen an. Und deswegen möchte ich mit diesem Video sozusagen offiziell für das AA-Team die Klausurenphase einleiten. Und deswegen gibt es dazu jetzt 5 sehr wichtige Tipps. Und um rumzulabern, starten wir direkt rein. Erstens, das Abiturathleten-Mindset. Das ist so wichtig. Eigentlich sollte jedes Video mit diesem Tipp anfangen. Wenn du kein Abiturathleten-Mindset entwickelst, kannst du niemals, niemals auf so einem Level mit so viel Spaß an der Sache auch so gute Leistungen schreiben. Denn was macht das Abiturathleten-Mindset aus, oder zumindest ein sehr wichtiger Bestandteil davon, ist, dass du dich anstatt immer auf die Anstrengung zu konzentrieren mit, oh, es ist so viel und so viele Klausuren und dann muss ich so viel lernen und es ist so viel mehr als in der 10., 9. Klasse, whatever. Anstatt dich immer darauf zu fokussieren, dich einfach mal darauf zu konzentrieren, was du eigentlich vorhast, was für einen Abischnitt du schaffen willst, wie viele Punkte du in den verschiedenen Klausuren schaffen willst. Das heißt, auf die Erfolge zu schauen, was möglich ist zu erreichen, anstatt immer nur zu gucken, oh, da werde ich Stress haben, das wird ein bisschen zu viel werden. Lass es doch einfach mal außen vor, weil dadurch, dass du dich darauf fokussierst, wird es auch mehr, weil du die ganze Zeit darüber nachdenkst, oh, das wird zu anstrengend, oh, das wird zu schwer, oh, das wird zu stressig, dann wirst du auch Stress haben. Aber jemand, der wie ein Athlet einfach sich nur darauf fokussiert, okay, das ist mein Ziel, das will ich erreichen, der wird auch vieles machen und es wird auch anstrengend sein, aber wird dabei lange nicht so viel Stress haben, weil er sich nicht darauf konzentriert, sondern er empfindet fast schon Freude, ja? Entwickle Freude an deiner High-Performance, er entwickelt Freude, im Prinzip Euphorie daran, auf diese Ziele zuzugehen, in jede Klausur reinzugehen mit, oh, ich will so und so viele Punkte schaffen. Und das ist der entscheidende Mindshift. Zweitens, sehe die Klausurenphase als Wettkampfphase. Das spielt natürlich auch vollkommen in die Metapher mit Abiturathleten und dass man sich alles, was Athleten eigentlich ausmacht, auf die Schule und vor allem auf die Oberstufe übertragen sollte. Aber mit Wettkampf meine ich dabei nicht im Vergleich zu anderen. Was die anderen machen, ist scheißegal. Was ich viel mehr meine, stell dir vor, du bist ein Zehnkämpfer, ja, du hast verschiedene Klausuren, da die Klausur, vielleicht ungefähr 10 an der Zahl, und als Zehnkämpfer machst du auch 10 verschiedene Sportarten. Das bedeutet, du hast an einem Tag hast du Stabhochsprung, am anderen Tag hast du Weitsprung, dann hast du am nächsten Tag Reiten, dann hast du Schwimmen, dann hast du Laufen, dann hast du Diskuswerfen und so weiter. Und das Entscheidende bei allen Sportarten, die nicht wie ein 100-Meter-Lauf einfach in einem Mal passieren oder wie ein Fußballspiel, sondern wo du erst eine Leistung abrufen musst, dann wieder eine Pause hast, wieder eine Leistung abrufen musst, wieder eine Pause hast, da ist es entscheidend, dass du im Prinzip wirklich es schaffst, diese Zwischenphase auch noch als Teil der Wettkampfphase zu sehen. Weil die meisten Schüler, die schreiben die eine Klausur, denken sich, oh, endlich over, so, und dann, oh shit, wir schreiben da schon nichts, oh, dann muss ich halt wieder lernen. Und sind immer in so einem, ah, oh fuck, jetzt muss ich, ah, jetzt bin ich vorbei, ah, jetzt muss ich wieder. Als Athlet ist aber für dich alles eine Sache. Das bedeutet, du bist immer fokussiert in deinem High-Performance-Modus. Klar, du entspannst dich auch mal, aber, das ist nämlich das Entscheidende, wenn du dich entspannst, dann auch mit vollem Fokus auf die Entspannung. Das heißt, du machst keine halben Sachen. Beispielsweise für mich war es ja auch so, als ich meine Psychologieprüfung jetzt letztes Semester hatte, da war es auch so. Ich hatte an einem Tag die eine Prüfung, dann 20 Stunden Zeit, und dann war die nächste Prüfung, jeweils 4 Stunden die Prüfung. Da ist einfach wichtig, dass du dazwischen nicht einfach irgendwas machst, sondern das auch als ganz essentiellen Teil der Vorbereitung siehst. Das bedeutet, du solltest es da eigentlich im Prinzip fast genauso wie ich machen. Ich habe da meine Ernährung in dieser Zeit sehr, sehr on point, auch die Woche davor schon. Ich habe meinen Schlaf sehr, 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 sehr on point. Das bedeutet, auch wenn du mal nicht hundertprozentig vorbereitet bist, sorg dich um deinen Schlaf. Du musst allgemein körperlich in einem guten State sein, damit du geistlich immer und immer und immer wieder deine Bestleistung abrufen kannst. Drittens, No Flops. Was meine ich mit No Flops? No Flops ist im Prinzip so ein Motto, was ich reflektiert über meine Oberstufenzeit entwickelt habe, weil was es einfach aussagt ist, hab keine Klausuren, die richtig in die Hose gehen. Das ist natürlich leichter gesagt als gemacht, aber man sollte sich das wirklich mal vor Augen halten. Wenn du beispielsweise sagen wir, du willst 13 Punkte, du wirst so 13 Punkte im Schnitt in den Klausuren haben. Und dann hast du in einer Klausur, eine Klausur, die du verhaust, entweder weil du es in der Prüfung selbst verhaust oder weil du einfach mal keinen Bock hast,
Das hatte ich bei der Geschichte-Klausur mal. Da hatte ich 2 Tage noch vorbereitet. Ich hatte einfach keinen Bock. Aber da habe ich mich trotzdem durchgezwungen, das zu machen, weil ich ganz genau gewusst hätte, wenn ich mich da nicht vorbereitet hätte, dann wäre es eine richtig scheiß Note geworden. Und wenn du dann beispielsweise, um bei unserem Rechenbeispiel zu bleiben, 4 Punkte dann in dieser Geschichte-Klausur hast, weil du nur ein paar Sachen noch aus dem Unterricht vom Kopf her zusammensammeln kannst, dann musst du, um deinen 13 Punkte Durchschnitt in allen anderen Klausuren zu schaffen, dann musst du in den 9 anderen Klausuren 14 Punkte schaffen. Und es ist tausendmal, schwieriger. Das ist der entscheidende Knackpunkt an der ganzen Sache. Es ist tausendmal schwieriger, 9-mal von 13 auf 14 Punkte zu kommen, weil der Lernaufwand hierfür ist immens. Anstatt ein einziges Mal sich fokussiert hinzusetzen, auch die eine Klausur, auf die man echt keinen Bock hat, durchzuziehen und da dann eben statt 4 Punkte vielleicht 10 Punkte zu schreiben und dann halt eben durch 3 andere Klausuren die 3 Punkte noch auszumachen. Das ist viel, viel einfacher. Deswegen gerade für diejenigen, die sagen, ich will ein richtig gutes Abi schreiben, ihr dürft keine großen Aussätze haben, weil die ziehen euch runter. Ich hatte mal 6 Punkte in der Mathe-Klausur, ich hatte mal 3 Punkte, glaube ich, in der Sozialkunde-Klausur und ich hatte mal 2 Punkte in der Physik-Ex. Alter, wenn du das durchrechnest, das zieht dich so krank runter. Viertens, aber auch gleich genau das Gegenteil, mach dir keinen Druck. Du musst nicht perfekt sein. Das ist der entscheidende Punkt. Alle fokussieren sich immer darauf, wenn sie beispielsweise, alle wollen immer 14, 15 Punkte haben. Ja, okay, bam, das will ich schaffen. Und wenn sie dann mal 12 Punkte haben, sind sie total enttäuscht. Und es ist ja auch gut, dass man hohe Ambitionen hat und da bin ich ja voll dafür. Aber mal 1, 2, 3 Punkte unter dem Ergebnis zu sein, was du dir eigentlich vorgenommen hast, ist gar nicht so schlimm. Was eben, wie im Tipp davor schon gesagt, extrem schlimm ist, wenn du richtig, richtig krass runterziehst. Deswegen, mach dir keinen Druck, weil je mehr du dir Druck machst und einen Blackout hast, desto mehr ist so ein richtiger Flop eben auch wahrscheinlich. Sondern versuch jede Klausur einfach entspannt anzugehen, bereite dich gut vor und hab Spaß daran in der Prüfung, das was du gelernt hast und im Prinzip auch geleistet hast, dann auch zeigen zu können, wodurch du die bestmögliche Prüfung auch schreiben wirst. Und gleichzeitig aber dir auch nicht so viel Druck machst, dass du dann wieder einen Flop im Prinzip selbst herbeiführst. Fünftens, Hashtag Beast Mode. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Leute, wenn ihr in die Prüfungsphase kommt, wenn da die Klausurenphase ansteht, dann ist einfach Zeit für Hashtag Beast Mode. Wenn ihr im Beast Mode seid, das bedeutet im Prinzip eine ganz klare Sache für mich. Weg von allen Problemen und Beschwerden, hin zu maximaler Leistung und deinem vollen Potenzial. Das ist für mich Beast Mode. In dem Moment, wo ich bei mir in der Prüfung sage, bam, ich gehe jetzt in den Beast Mode oder in der Vorbereitung, ich gehe jetzt in den Beast Mode, dann ist es mir scheißegal, wie gut ich bisher in diesem Fach war, wie viel Spaß ich daran habe, dann ist es mir scheißegal, ob ich von der Vorbereitung her bisher sehr gut hinkomme oder nicht hinkomme, dann ist es mir scheißegal, ob alle anderen sagen, diese Klausur ist mega schwer. Es ist mir egal. Ich gehe von diesen ganzen Problemen und Beschwerden und Zweifeln, die alle anderen haben, weg. Und gehe voll in das Vertrauen, voll in den Glauben an mich selbst und voll in diesen Spaß daran, einfach alles rauszuholen. Und wenn du in diesen Modus gehst, dann wirst du dir selbst keinen Druck machen. Du wirst selbst dich beflügeln. Und wenn du das schaffst, da volle Kanne reinzugehen, zieh dir Musik rein, mach grundsätzlich einfach diesen Mindshift, wo du wirklich sagst, bam! Jetzt ist Klausurenphase, jetzt ist Wettkampfphase, ich bin ein Abiturling, ist mir scheißegal, was alle anderen sagen, ist mir auch scheißegal, was alle anderen machen, ob die mehr lernen, weniger lernen, sich voll in die Hose scheißen, sagen, das ist mir mega easy, egal. Ich mache das so, wie es meine innere Stimme an mir sagt, ich glaube zu 100% an mich und dann werde ich auch mein absolutes bestes Ergebnis erzielen. Deswegen, geht unbedingt in eure Beast Mode, was auch immer genau das für dich bedeutet und dann wird es auch genau so rausgehen, wie es im Idealfall hätte sein können. Deswegen, in dem Sinne, denk dran. Ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.